Moin Leute, Johnny wieder am Start von Fischerino. Wir haben ein sehr interessantes Video. Kitec Fatswing Impact gegen den Easy Shiner. Wann kommt wer zum Einsatz? Wer hat wann seine Stärken? Bleibt dran und schaut es euch an. Warum das Video? Wie sind wir auf das Thema gekommen? Unter dem letzten Easy Shiner Video haben wir einen interessanten Kommentar gefunden von dem lieben Johannes Sermersheim. Sermersheim, liebe Grüße an der Stelle. Wann spielt welcher Köder seine Stärken aus? Also wann kommt der Fatswing Impact im Vergleich zum Easy Shiner zum Einsatz? Wir haben uns gedacht, das ist eine sehr interessante Frage und das könnte ein paar andere Leute interessieren. Deswegen jetzt an der Stelle hier das Video. Also, zuallererst, wie unterscheiden sich diese Köder? Wenn wir die mal ganz, ich pack die mal kurz aus. Da haben wir uns jetzt einmal hier den 5-Inch Easy Shiner, schwer abgefeiertes Video von euch übrigens. Das hat uns sehr gut gefallen, haben wir sehr viel Resonanz zugekriegt. Den legen wir jetzt einfach mal ganz stumpf nehmen wir den ein bisschen größer, nehmen den 4,8 Inch Fatswing Impact und dann wird auf den ersten Blick ja schon optisch erstmal klar, dass wir hier von zwei doch sehr unterschiedlichen Ködern sprechen. Der Fatswing Impact kommt bei mir hauptsächlich zum Einsatz, wenn ich nicht so stark strömendes Wasser habe und wenn ich sehr trübes Wasser habe. Durch seine Rippenform und durch doch seinen recht bulligen Köder Körper macht er einfach deutlich mehr Druck unter Wasser. Der hat nochmal eine ganz andere Größe an Tauchschaufel hinten, beziehungsweise am Schaufelschwanz hinten, wenn man sich das mal anschaut. Ich sag mal, das ist so ein richtiger, ja, ein Krawallmacher, sag ich jetzt mal. So, das ist so der Dicke früher in der Schule, der die Leute verkloppt hat. Bisschen filigraner daher kommt dann schon der Easy Shiner. Der kommt zum Einsatz, wenn ich hohe Wurfweiten erreichen muss, wenn ich mit stark strömendem Wasser, zum Beispiel an der Waal, am Rhein, da wo ich viel Druck habe im Wasser, nehme ich dann lieber einen Easy Shiner, der hat eine saubere Absinkphase, der wird nicht so von der Strömung attackiert oder angegriffen, sodass er dementsprechend eine zu lange Absinkphase hat und ich vielleicht gar nicht den Boden erreiche. Der Fatswing Impact, auch durch seine Rippenform, macht er Mikroverwirbelung unter Wasser. Da wird der Fisch dann schon sehr gut drauf aufmerksam. Also sehr trübes Wasser, aber zum Beispiel am Kanal, wo ich dann auch Grundeln habe und dass die Grundeln mittlerweile sehr groß werden, das wissen wir alle, ne? Ich habe auch schon mal eine 25er Grundel irgendwo gefangen. Da nehme ich dann doch lieber diesen Fatswing Impact, den kann ich schön in meinem Boden zuppeln. Das ist so bei mir so das Grundelimitat, wenn ich nicht gerade den Finisher nehme. Dann nehme ich hier auf jeden Fall den Fatswing Impact und klassisch Jiggen auf Zander, da bin ich dann doch eher mal beim Easy Shiner. Ja, in Größen gibt es hier den Fatswing Impact in so, ich sag mal, Zwischengrößen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den 3,3 Inch und hier den 3,5 Inch. Die ähneln sich schon mal sehr. Hier 5 Inch und hier 4,8 Inch. Da müsst ihr euch immer so ein bisschen daran orientieren. Wo ich jetzt mit einem 5 Inch Köder angeln würde, müsste ich dann halt hier den Fatswing Impact in 4,8 nehmen. Ja, farbentechnisch ist das gleiche Angebot wie beim Easy Shiner. Da sind keine Grenzen gesetzt. Von meiner Lieblings-Zanderphase, Farbe Purple Chartreuse über jetzt hier eine klassische Barsch-Farbe, Barsch 2, ist auch, glaube ich, nee, ist doch keine Barsch-Alarm-Sonderfarbe. Hier Barsch in der Barsch-Alarm-Edition. Da gibt's super Farben, wie immer bei Kitec und immer wieder beste Qualität, super stark geflavored. Beide Köder sind gesalzen, beide Köder sind geflavored. Da kann man super mitarbeiten. Wenn wir schon über den Kitec Fat Swing Impact sprechen, müssen wir natürlich auch über den normalen Swing Impact sprechen. Jetzt als Vergleich mal, wenn ich den jetzt hier, super ölige Packung, da läuft das Öl schon so raus, mal neben den Swing Impact, neben dem Fat Swing Impact packe, dann ähnelt das hier doch schon eher, ich sag mal, einer klassischen Wurmform. Der ist so ein bisschen platt gedrückt, der Köder, sieht ungefähr aus, als wäre der Swing Impact einmal überfahren worden und ist ein bisschen flacher. Trotzdem noch die gleichen Rippen, trotzdem noch super stark geflavored, wieder in den bekannten Kitec-Farben und immer noch super fängig. Nutze ich dann eher primär auf Barsch, aber wenn man den Fat Swing Impact liebt, dann muss man den Swing Impact auf jeden Fall auch noch dabei haben. So als kleinere Variante, die Barsche sind ein bisschen verhalten, mal mögen lieber kleinere Köder, da wechsle ich lieber auf den Swing Impact, bevor ich zu einem klassischen Chat wechsle. So, Johannes, für deine Frage, die du uns geschickt hast, hauen wir natürlich auch noch was raus. Du bekommst von uns eine Packung Fatswing Impact und eine Packung Easy Shiner in der Größe deiner Wahl, am besten beides gleich. Und dann bekommst du nämlich noch die passenden Jigs dazu in dem Gewichtung, die du haben möchtest. Schreib uns einfach eine Mail, Adresse findest du bei uns auf der Homepage. Und dann bedanken wir uns für diese Einsendung, für das nette Kommentar. Das sollte euch auch dazu anregen, schreibt fleißig unter die Kommentare, gebt uns Anregungen, was wollt ihr vielleicht mal in den Videos sehen, stellt coole Fragen und dann ist vielleicht schon eure Frage bald hier auf dem Channel und dann quatschen wir darüber. So Leute, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Petri, euer Johnny.